Die Geduld der Journalisten wurde in der Nacht zu Mittwoch erneut auf die Probe gestellt. Die Koalitionsverhandlungen zwischen Union und SPD entwickeln sich zu einem Marathonringen. Auch nach rund 20 Stunden Verhandlung gab es am Morgen noch kein Ergebnis. Was die Neuauflage der Großen Koalition angeht, gibt es aber auch bei der SPD-Basis weiter Uneinigkeit. Beim Ortsverein Köln-Süd wurde am Dienstagabend das Für und Wider des Bündnisses diskutiert. Schließlich sollen die SPD-Mitglieder bei einer Einigung in Berlin über den Koalitionsvertrag abstimmen. Der Vizevorsitzende des Ortsvereins, David Hartung, fasst die Stimmung seiner Genossen zusammen. Mein Bauchgefühl ist, dass die Stimmung sehr gespalten ist in der Frage Große Koalition ja oder nein. Es ist halt eine sehr schwere Entscheidung. Ich denke, auch die Gegner machen es sich nicht leicht, Nein zu sagen. Es ist trotzdem ein sehr sachlicher Umgang in der Diskussion. Was ich aber bei allen Seiten eigentlich merke, ist ein ganz starker Ärger über die Parteiführung und die Kommunikation aus dem Bundesvorstand mit einer sehr einseitigen Berichterstattung pro Große Koalition. Das ist nicht ausgewogen und das ärgert viele, selbst wenn sie für die Große Koalition sind. Für den Mitgliederentscheid werden rund 3 Wochen angesetzt. Erst nach einem Jahr könnte eine neue Regierung gebildet werden. 5 Monate nach der Bundestagswahl.